Till kommt in Wien an ein traditionsreiches Internat, fühlt sich dort nicht besonders zugehörig und hat das Pech, in der Klasse eines besonders rückwärtsgewandten Lehrers zu landen. Drama und Probleme in der Familie, Freundschaft, erste Liebe und Erwachsenwerden in Sachen Coming of Age ist eigentlich alles abgehakt, aber Echtzeitalter von Tonio Schachinger geht schon noch ein Stück darüber hinaus. Mit welchen Strategien kommen die Jugendlichen möglichst unbeschadet durch autoritäre Strukturen? Neben der Literatur als Schutzraum geht es hier um Gaming. Anhand vom Nischenspiel Age of Empires 2 wird ein authentischer Einblick in Teile der Gamer-Szene gegeben. Und wenn man aktuell etwas über das Erwachsenwerden erzählen will, ist dieses Thema mehr als naheliegend. Die Einbindung von politischen und gesellschaftlichen Ereignissen der letzten Jahre machen das Ganze wirklich zeitgemäß. Besonders glaubhaft wird das Buch auch durch die Tatsache, dass der Autor selbst Absolvent einer tatsächlich existierenden Schule an gleicher Adresse ist. Aber das ist natürlich nur ein großer Zufall. Richtig gut.